Na, ihr Steckdosenbefruchter, was geht? Wir spielen wieder Zelda Princess. Wir haben letztes Mal hier aufgehört und die Heldenwaffe bekommen und den Vorboss besiegt. Der war so süß mit einem Klubfarbe. Ja, und wer hat's gedacht, mit der Heldenwaffe muss man natürlich hier sowas zum Beispiel abschießen. Dann fällt das um. Und wir können jetzt auch diese Dinger hier erledigen. Nicht von der Ferne hier oben, aber ich meine eher die Statuen. Aber der würde mich nur nerven. Jetzt wird's krass. Ich glaube, diese Teile gehen an. Irgendwie. Irgendwo hier war ein Schalter. Man muss ja sie aktivieren. Activation! Verschieben. Ja. Ah, ja, genau. Jetzt sind sie alle aktiviert. Jetzt hat man sich den Ball und schießt voll krass. Wartet. Verdammt. Natürlich habe ich wieder keine Zielvorrichtung. Das ist prima. Ich hätte mindestens gedacht, beim Bogen kriege ich die, aber die haben es wirklich nicht zustande gebracht. Ups. Bei GameCube eine Zielvorrichtung zu machen. Na toll, zu schnell. Zu tief. Ich hab's doch nicht. Geht doch. So. Dich treffe ich ja wohl alle mal. Oh ja. Ah. Nein. Ich sollte vielleicht erstmal bei einem bleiben. Und dann du. Nein. Verdammt. Ach komm. Ich war getroffen. Verarschen kann ich mich selber. Pisse. Lecker. Bam! Bam! Und der letzte kommt schon. Bam! Okay, das hätten wir. Nun kann man die Teile nämlich rumschieben oder dementsprechend was tun damit. Und die gehen auch dann nicht mehr an. Und wie man sieht, sind da schon ein paar Kisten versteckt. Die würde ich doch mal gerne holen. Hallo, Mann, bin ich stark. Wie so eine ratzige Ratte. Eine besondere Kiste. Und es ist der Kompass. Ja, ich wusste es. Ich habe geraten, aber irgendwie dachte ich mir. Yep. Die Map war auf F. Genau. Wir wollen ja den Bug nicht sehen. Wir spielen ja ohne Map. So, dich ziehe ich auch mal raus. Mal schauen, was du hier machst für mich. Ja. Ein gelber Diamant. Gut, dass ich keine Diamanten brauche. Alter, würdest du... Dicker. So dumm kannst doch nur du sein, Mr. Rico. Er ist jetzt nicht lenk, er ist Rico. Hier sind bestimmt auch nur... Ja. Hier war eine Tür. Die sieht ein Blinder mit einem Krückstock. Vor der Ferne. Genau, da ist eine Tür. Jetzt würde mich aber interessieren, warum kann ich hier durch? Hier ist bestimmt der Ausgang. Da gehe ich mal stark von aus. Gehe ich einfach mal von aus. Also gehe ich jetzt mal rein aus Interessereise. Diese Tür. Ich komm rein. Oh, der dritte. Okay, der ist wichtig. Sonst können wir es ja nicht fertig machen. So. Oh, da bist du ja endlich. Ich wusste, dass du kommen würdest. Das hier ist das letzte Fragment des Schlüssels. Und setz dir drei Fragmente zusammen. Oh, magisch wurde ein Schlüssel aus den drei Fragmenten. Wer hätte das gedacht? Ich nicht. Ich meine, ich muss ja nicht mal irgendwie... Wisst schon, Klebe oder wisst schon, Uhu, ja. Mit diesem Schlüssel kannst du das Zimmer öffnen, in dem du so überhaupt eingesperrt ist. Ich kann nicht einschätzen, welche Kräfte Gohan in diesem Video natürlich gestartet hat. Aber du hast es immerhin bis hierher geschafft, also werde ich deine Kraft vertrauen. Nun beeil dich in das Zimmer zu kommen. Okay. Aber jetzt will ich mal die Schatzkiste klauen.
Weil da ist ein Herzteil drin und dann hätte ich ein weiteres Herz. Da sind wir bei 5. Was? Du wirst mich duzen. Ich hätte wetten können, hier wäre ein Herzteil gewesen. Jetzt fühle ich mich leicht gemobbt. Du bist schuld, Opa. Jetzt geh ich beleidigt und mach den Boss nicht tot. Leck mich, ich mich. Peace. So. Ja. Au. Falsche Seite. Das passiert eben, wenn man auf die falsche Seite geht. So, hier lang. Ja. Ja. Oh. Oh, lauter kleine Kleeverlein. Und das ist dann aber dumm. Alter, es sind ja voll viele von denen. Erstmal du. Dann du. Dann du. Dann du. Du. So. Alle weggeschossen. Keine geht mehr auf den Sack. Finde ich gut. Yay, yeah, neue Pfeile. Okay, was muss ich machen? Was muss ich machen? Ah. Kann ich vielleicht? Nein! Ich wollte eigentlich nur die Säule anhitten. Geh darauf wieder. Du Spasti. So. Ja. Ich glaube, ich habe eine Idee. Aha! Magic! auf solche Sachen komme ich meist nie. Ich stelle mir immer die kompliziertesten Ergebnisse und Sachen vor, weil ich immer denke, ja, der kompliziertere Weg ist meist der richtige. Und dann ist es doch so einfach. Da kommt doch auch gleich wieder welche. Das ist ein Salamanga. Hallo. Ich hätte ja süß. Hua, hua, hua. Never mind, bitch. Hua, hua. Ausgewichen. Oh. Ich sollte die Zielvorrichtung nicht loslassen. Und lieber mit Schwert dahin gehen. So. Was? Wie ist der jetzt? Okay, ich verstehe ja, dass ich den einen getroffen habe am Schwanz. Aber wie kann der andere... Wie? Die fallen alle runter, deswegen... Ja. Mach ich im Voraus. Ups, daneben. Ja, zwar auf einen Streich. Weg. 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 So, jetzt habe ich Ruhe. Ich gehe lieber auf Sicherheit, weil nehmen wir an, ich wäre jetzt hier rübergehupft und wären die mir auf den Kopf gefallen. Und das sind nicht wenige gewesen, meine lieben Leute. Ein Ruben. Ein Ruby. Ein Ruby, Ruby. Ruby, Ruby, Ruby. Und wir haben eh wieder volle Pfeile, also sparsam muss ich ja nicht umgehen damit. So. Hier einmal drauf. Und da war doch ein Salamander, genau. Und wir müssen den Kristall abschießen, aber der Salamander wird uns nicht in Ruhe lassen. Deswegen... Das ist jetzt ein bisschen schwierig. So, außenrum. Geh außenrum! Auf diese Schlampe! Verdammte Hacke! Dein Schild ist verbrannt. Ich wusste es. Ich sag ihr, es kann verbrennen. Oh, ich hasse es. Alles steht auf den Kopf. Mach das nochmal. Ja. Down. So. Jetzt müssen wir da reingucken und ich Kopf über Scheiße. Bingo Bango. So, jetzt ein bisschen noch ein bisschen da lang. So, und rein geht's. Was wollt ihr jetzt mitnehmen?
Willst du mich eigentlich verarschen mit, ne? Was willst du? Was? Willst du? Du hast alle Schlüssel fragmentiert. Jetzt müsst du nur noch den Raum finden, in den der Oberauftrag uneingebrochen ist. Ach nee. Wirklich. Was? Was? Du hast doch gerade mit mir geredet! Hey, Mil. Sag mal, wie willst du ohne Schild deine Gegner entgegentreten? Wäre es nicht besser, du würdest noch einmal zurückgehen und dir einen besorgen? Wäre doch schade, wenn du hier drauf gehst. Oh, der Tipp ist so sinnlos. Ich kann's auch ohne Schild. Wirst du schon sehen. Wirst du schon sehen. Komm, da ist jetzt der Zeit. Du willst mich doch verarschen. Wirst du sein? Wo haben die denn Sinn hier? Mensch. Ich hätte wetten können, das war bei diesem alten Sack da. Das ist doch nicht zu fassen. So. Oh, Mensch. Alter! 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 Ich schieß doch drauf. Alter, ich schieß doch drauf! Vielleicht durch doch. What? Ja, ich kenne den Tipp mit dem Schild. Ist okay, ich mach's ohne. Klappe jetzt. Blöd, mit. So, wo ist der Raum? Wow. So. Ist okay. Ich hab's kapiert. Du willst, dass ich ein Schild nehme. Ich will aber kein Schild. Wird das jetzt immer wieder aufblinken? Das geht aber vor auf den Sack. Nein. Du wirst mich nicht besiegen können. Auch ohne Schild bin ich stark genug. Snack mich mit nah. So. Wir erinnern uns, wenn wir hier nochmal reingehen. Wir hatten da ein paar Augengegner. Wir waren ja noch nicht ganz fertig. Na komm her. Bam. Und hier sind ein paar neue Gegner. Die waren nämlich vorher nicht da. Ah, daneben. Aber jetzt. Yes. So. Hier wird es jetzt ziemlich easy für uns, weil wir haben hier einen Pfeil und Bogen. Wir können also quasi einmal ganz gechillt. Genau. Und dann geht das auf und wir können darüber. Da warten schon zwei neue Gegner, weil vorhin waren die auch nicht da, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr. Ich bin ein bisschen... Ja, verbindet. Die können wir jetzt auch töten. Zack. Zack. So. Und jetzt sind sie tot und gehen uns nicht auf den Nerven. Ein paar Pfeile sind immer gut. Herzen haben wir nicht verloren. Wir sind ja auch eine Frau. So. Hier, in diesem Räubchen, haben wir noch was zu tun. Ja, ich hab's gehört, dein Scheißschildrufe bringen dir eh nichts. Oh, da oben stehen auch wieder welche, ein paar mehr diesmal. Oh. Oh. Wow. Ich habe auch einen Bogen. Hi. Nimm das, nimm das und nimm das. Verdammt! Hier ist noch einer hinter mir. Schnell! Da oben ist auch noch einer, der irgendwie Befehle gibt. Hör auf damit! So. Da ist er. Der hinter mir. Es ist ein bisschen schwer mit Tastatur, werdet ihr mir nachvollziehen müssen. Boah, das steht so nah neben mir und trifft nicht einmal. Was eine Lusche. Und an den erinnert ihr euch sicher noch. Da sind wir ja nicht vorbeigekommen. Aber jetzt, zack, können wir da durch. Wir können den ganzen hier verschieben. Und dahinter müsste der Herzquartier hoffentlich sein. Oder irgendwas anderes. Irgendwas Wichtiges ist auf jeden Fall da. Oh, mag ich. Genau, jetzt kommen wir nämlich darauf, wo diese Pfeil- und Bogen-Typis waren. Das war voll knapp, Mann.
kann doch nicht einfach explosive... Halt, ich kann dasselbe, was ihr könnt auch. Loser. Okay, sind hier noch welche? Nee. Gut. Ja, ich weiß, dass ich kein Schild habe. Wie oft müsst ihr das mir eigentlich berichten? Die sagt eh dasselbe, ich weiß es. Wenn ich jetzt klicke, die sagt eh dasselbe. Wollt ihr sehen? Wollt ihr sehen? Wollt ihr sammeln die Türen? Okay, ich mache es. Aber ich habe euch gewarnt. Mitten die Zirkel selber. Sag mal, bist du... ja, genau. Sagt jetzt wahrscheinlich Raum für Raum. So. Bogen bereit halten. Schauen. Halt, nicht schießen. Ich muss für dich. Hilfe! Wo bin ich? Hallo? Ah, da. Hallo? Dankeschön. Wow. Perfekt. So, und jetzt fahre ich noch einmal da bitte rüber. Sei so lieb. Danke. Und runter. So. Und da sind noch ein Leibchen. Wer hat's gedacht? Ich nicht. Ich denke zu wenig. Ich weiß. So. Dann lass uns doch mal gucken. Und wer die schreibt mir jetzt wieder Nachricht? Ich sehe diese Feuerwehr. Ich bin weg. Hört auf mich zu schießen. Hört auf mich zu schießen. Oh. 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 Warte. Oh, jetzt sehe ich den Penner nicht. Bad. Bad. Ach, schade. Ich hätte gedacht, da kann ich nur schießen. Nein. Jetzt. So, und nun zu euch. Eins. Und zwei. Und drei. Na komm. Bleib stehen. So, geht doch. Mich herumgeschossen und schon ist alles hinüber. Und hier kann man wieder einmal... Halt. Gemüsepfeile. Kann man hier irgendwas machen? Halt. Nee, nur das Runterschießen. Okay. Zack. Bams. Und da ist er. Der Masterraum. Aber wir werden nicht ohne Kampf durchkommen. Aber das macht gar nichts. Kassiert habt ihr alle. Na komm, steht nochmal auf. Und noch eine Runde für euch. Never mind, bitch. Oh, du stehst noch mal auf, ja? Hier! Hier! Hat dir gefallen, ja? Hat dir gefallen? So! Jetzt weiß ich, dass in jedem so ein Scheiß, bevor so ein Boss kommt, eine Fee gibt. Und da wir eine Flasche haben, werde ich die jetzt natürlich nutzen. Vorsichtig. Bisschen vorsichtig sein, nicht, dass wir sie aufnehmen. Weil wir sind ja voll. Und ohne Schild ist es wirklich ein bisschen schwerer. Ein bisschen. Aber nicht übertrieben. Nicht so übertrieben, wie Mittner gesagt hat. Bad. Keine Fee. Heute will ich euch verarschen. Ihr verarscht mich jetzt. Okay, na keine Fee. Ich brauch keinen Fünfmann, ich komm Fukular. Halt, die da. So, wir werden den Bogen und die Eisenschuhe brauchen für den Boss. Und rein da, den mache ich auch ohne Schild fertig. Ich bin Proless. Klar kannst du die Tür... Ja. Klar. Da ist er. Ich glaube, wir haben ihn aufgeweckt. Und er scheint nicht gut gelaunt zu sein. Ja, klar.
Halt, du musst deine Ketten greifen, du fetter... Uai! Ja. Ach, wartet, ich glaube, da war was wegen sein Auge zuerst. Ich bin mir aber da nicht sicher. Ja, genau. Jetzt muss man die Kette greifen. Eisenstiefel an. Nein! Mach doch keinen Scheiß! Nimm die fucking Kette und zieh! Zu spät. Zu spät. Ja, vegan Chill. Nein, mein Bogen. Okay. Also, ich darf mich nicht verklicken. So, jetzt. Komm. Okay, da. Ja, gut. Und jetzt Eisenstiefel. Und zieh! Ja, komm schon. Jawohl. So, und jetzt ins Auge. Schnell. Ja, ja, ich weiß mich. Bam, bam, bam. Oh, nice one, nice one. Sterf. Komm. Lass dein Auge und dein Feuer noch mehr leuchten, genau. Juhu. Dankeschön. Oh, da. Nein, bleib hier. Nein, bleib hier. Nein, bleib hier. Okay. Und zieh! Zieh die Bitch nieder! Ach, das halten wir. Machen wir die Stiefel raus. Schnell. Und zack, und zack, und zack. Ah, schade. Immer noch nicht down. Du willst also immer noch mehr. Na komm. Kannst du haben. Kannst du bekommen. Ohne Schild mach dich genauso fertig wie mit... Oh, oh. So. Okay. Let's go. Letztes Mal. Und auf den Boden mit dir. So. Schnell. Stiefel aus. Schnell. Bam! Down. Au. Von wem ich brauche ein Schild. Bam. Der nächste Splitter und ein Herzcontainer. Yes. Das ist schon Nummer 2. Hehe, gut gemacht. Jetzt hast du schon 2 Schattenkristalle. Und ich hab's ohne Schild geschafft. Also halt die Fresse, wenn du nicht mehr sagst, ich brauche ein Schild, dann haust du aus dem Maul mit mir. Ja, ja, schon gut. Zur Belohnung werde ich dir etwas Spannendes erzählen. Zantop. So heißt die, derjenige, der die Schatten über diese Welt gebracht hat. Man nennt ihn auch den König der Schattenreichs. Er ist sehr stark. Du bist ein Nichts gegen ihn. Ach ja? Okay, danke. Aber ich werde Tanto niemals alle unsere Könige anerkennen. Und auch nicht, dass die Welt des Lichts von dieser verwöhnten Prinzessin und ihrem Scheiße. Verbündeten regieren wird. Okay, okay. Nicht, dass ich ihr etwa böse wurde. Ich will die... Nur die Schattenkristalle. Alles andere interessiert mich nicht. Ich liebe sie. Also gut, es fehlt nur noch einer. Den findest du doch auch, oder? Ja, den finde ich bestimmt. Aber erstmal den Chef anschauen. Der ist befreit. Ich nehme den Herzcontainer. Der hat uns richtig verdient. Herzcontainer. Ich habe 5 Herzen. Und den Chef einmal anreden. Na, Kumpel? Was, wo bin ich? Oh, mein Kopf brummt. Ja, das glaube ich dir. Tut mir echt sorry, dass ich dir so viele Pfeile in den Kopf reinrammen musste, aber anders ist es leider nicht gegangen. So,
dann geh mal. Willst du wirklich weg von hier? Du bist sicher? Ja, ich will dich ja nachtauen. Wird Zeit. Jo, und damit war es auch das erstmal für den Part. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch gibt, Kommentare schreibt, wie es euch gefallen hat, vielleicht noch ein paar Tipps sogar, wenn ihr ein paar Tipps habt, irgendwie, weiß ja nicht, für das Spiel oder so. Haut raus und so. Ich freue mich über alles. Ja, und dann sage ich, ich bin euer Rico der Pingo. Spielt mit mir, ich spiele auch mit euch. Und bis zum nächsten Mal. Was ist mit dem Rico? Das Land im Norden, jenseits der großen Steinbrücke, wird vom Lichtgeist Ranel behütet. Dort wirst du die finden, die du suchst. Und dein nächstes Ziel. Rika? Was ist mit Ilya? Du musst Ilya retten. Natürlich. Wäre eine Schande, wenn ich es nicht tun würde. Bestimmt haben die Bösen sie irgendwo verschleppt. Ich habe diesen Albtraum doch nur ausgehalten, weil ich immer Ilya und dich vor mir Augen hatte, Rika. Jetzt bin ich wieder in Sicherheit. Tapferer kleiner Junge. Du erinnerst dich doch noch, dass ich dir damals in Ordon gesagt habe, oder? Ja. Ich möchte einmal so werden wie du, Rico. Daran erinnere ich mich. Mach dir um mich keine Sorgen mehr. Jetzt musst du Ilya retten. Sei beruhigt. Ich werde auf dieses Kind achten. Du aber solltest zu denen gehen, die dich jetzt mehr brauchen als wir. Dein Anblick erinnert mich an den Helden aus alten Zeiten, von dem die Legende Hyrus berichtet. Möge der Segen der Göttin von Hyrule dich begleiten. Das ist kein Mädchen! Entschuldigung, aber ich kann das einfach nicht akzeptieren. Egal was irgendwer sagt, ich akzeptiere nicht, dass das ein verficktes fucking Mädchen ist. Okay, wir sehen uns dann im nächsten Part. Ich bin Rico der Pingo. Haut rein. Gut gemacht, Rico. Oh, und wir brauchen auch noch 10.000 Lagerkugeln. Ich sagte 10.000. Perfekt.